Hallo zusammen. Beim letzten Mal haben wir uns darüber unterhalten, was Subjektivität eigentlich ist und warum die Subjektivität das Leib-Seele-Problem so kompliziert macht. Heute wollen wir uns das ein bisschen näher anschauen und zwar an einem konkreten Beispiel, das Nagel selbst in seinem Text erläutert, nämlich an den besagten Fledermäusen, die dem Text ihren Namen gegeben haben. So, dann stellen wir uns doch einmal die Frage, die Nagel in seinem Text stellt. Wie ist es, eine Fledermaus zu sein? Können Sie sich das vorstellen? Warum eigentlich gerade Fledermäuse? Nun, Nagel sagt uns, Fledermäuse sind deswegen ein ganz gutes Beispiel, weil sie uns einerseits nicht vollkommen fremd sind, aber andererseits auch doch ein bisschen verschieden von uns. Sie sind nicht fremd, weil sie Säugetiere sind, so wie wir. Sie sind Wirbeltiere, auch Säugetiere, haben also rein biologisch betrachtet so einiges mit uns gemeinsam. Deswegen können wir davon ausgehen, dass die Erlebnisse, die Fledermäuse haben, so ungefähr ähnlich, vergleichbar sind wie die, die wir auch haben. Also Fledermäuse haben Augen, Fledermäuse haben Ohren. Das heißt, wahrscheinlich können sie auch so ähnlich wie wir sehen und hören. Bei anderen Tieren ist das wohl anders, also bei Quallen oder Schnecken beispielsweise. Auch die haben vielleicht möglicherweise Erlebnisse, bewusste Erlebnisse, aber es ist unwahrscheinlich, dass diese Erlebnisse gut vergleichbar sind mit denen, die wir haben. Also wie eine Schnecke so ihre Umwelt wahrnimmt, das ist vermutlich doch sehr viel anders, als so wie ich und Sie unsere Umwelt wahrnehmen. Bei Fledermäusen dürfte die Ähnlichkeit vermutlich etwas größer sein. Andererseits, Fledermäuse sind auch irgendwie anders als wir. Sie nehmen ihre Umwelt auf eine andere Art und Weise wahr, nämlich überwiegend durch Echolotung. Das heißt, Fledermäuse orientieren sich in ihrer Umgebung, sie finden Hindernisse, sie finden Beute mit einer Art von Biosonar. Sie stoßen hochfrequente Ultraschallschreie aus, Schreie, die für das menschliche Ohr gar nicht mehr wahrnehmbar sind. Und die Reflexion dieser Schallwellen von irgendwelchen Gegenständen in ihrer Umgebung dient den Fledermäusen dann dazu, ein Bild ihrer Umwelt zu konstruieren. Fledermäuse können also Frequenzen hören, die wir Menschen nicht hören können. Und sie können sich jetzt diese etwas koanmäßige Frage stellen, wie klingt eigentlich ein Ultraschallton? Wenn sie Ultraschall hören könnten, wie würde sich das anhören? Nun, Sie müssen eine Fledermaus fragen, die können es Ihnen sagen, aber leider kann sie es Ihnen nicht sagen, deswegen bleibt diese Frage ein bisschen vage. Also Fledermäuse orientieren sich durch ihr Biosonar, durch Hören schaffen sie sich ein Bild von der Welt. Die Fledermäuse werden sich also nicht so sehr fragen, wie bestimmte Dinge aussehen, so wie wir Menschen es tun, die stark auf unsere visuellen Eindrücke sich verlassen, sondern Fledermäuse werden eher fragen, wie bestimmte Dinge sich anhören. Interessante Fußnote an der Stelle. Unsere Sprache, unsere menschlichen Sprachen, müssten wir eigentlich sagen, enthalten sehr viele Begriffe, die auf visuelle Erlebnisse referieren. Also wir beschreiben Dinge über ihre Farbe, wir können darüber sprechen, ob sie hell oder dunkel aussehen, die Texturen beschreiben, wir können sagen, dass etwas matt oder glänzend ist und so weiter und so fort. Eine Fledermaussprache wäre in dieser Hinsicht vermutlich ganz anders. Wenn die Fledermäuse eine Sprache hätten, oder vielleicht haben sie eine, müssen wir gleich noch drüber reden. Wenn sie eine Fledermaussprache hätten, dann würden die Fledermäuse vermutlich sehr viele Ausdrücke dafür haben, wie sich etwas anhört, die wir dann in unsere menschlichen Sprachen sehr schlecht übersetzen könnten. Nun, also, können wir uns jetzt angesichts dieser Tatsache vorstellen, wie es ist, eine Fledermaus zu sein? Das heißt, kann ich den subjektiven Charakter des Fledermausseins, von dem wir letztes Mal schon gesprochen hatten, kann ich diesen subjektiven Charakter über die objektiven Fakten, die ich über Fledermäuse kenne, erfassen? Versuchen wir es doch mal. Also stellen Sie sich doch mal vor, Sie wären eine Fledermaus. Stellen Sie sich vor, Sie hätten unter Ihren Armen jetzt so Flughäute, mit denen Sie nachts durch die Lüfte gleiten würden. Stellen Sie sich vor, Sie fliegen mit Anbruch der Dämmerung los, fangen mit dem Mund, ungefähr so, Insekten, fressen die dann und hängen ansonsten den Tag über mit dem Kopf nach unten von der Decke. Sie orientieren sich per Echolot in ihrer Umgebung und ansonsten können Sie relativ schlecht sehen. Wenn Sie sich das jetzt alles so vorstellen können, womit ich persönlich ein bisschen Probleme habe, aber wenn Sie das jetzt alles so sich vorstellen können, wissen Sie dann, wie es ist, eine Fledermaus zu sein?
Nein, das wissen Sie nicht, sagt Ihnen zumindest Nagel. Er schreibt, insoweit ich mir dies vorstellen kann, was nicht sehr weit ist, sagt es mir nur, wie es für mich wäre, mich so zu verhalten, wie sich eine Fledermaus verhält. Das ist aber nicht die Frage. Ich möchte wissen, wie es für eine Fledermaus ist, eine Fledermaus zu sein. Das heißt, an dieser Stelle hier, in Ihrem Gedankenexperiment, in dem Sie in eine Fledermaus mutiert sind, haben Sie an keiner Stelle Ihren persönlichen, menschlichen, subjektiven Charakter verlassen. Das Einzige, was Sie herausgefunden haben, ist, wie es für Sie wäre, eine Fledermaus zu sein. Bloß Sie sind keine Fledermaus. Also können Sie sich nicht vorstellen, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Die Fantasie, aus der wir hier unsere Vorstellung zusammengesetzt haben, die kann uns eben nur das präsentieren, was sie aus den Bausteinen unserer eigenen Erfahrung herstellen kann. Die Erfahrung, das, was wir so kennen, das liefert das Material für die Fantasie. Stellen Sie sich das vor wie mit Legosteinen. Die bewusste Erfahrung liefert der Fantasie diese Legosteine. Und diese Legosteine kann sie neu zusammensetzen, sie kann etwas daraus aufbauen, sie kann etwas auseinandernehmen. Aber was nicht in dieser Kiste mit Steinchen ist, das steht der Fantasie einfach nicht zur Verfügung. Sie können nur mit dem Material bauen, das sie haben. Und uns fehlt ganz einfach das entscheidende Bausteinchen, der subjektive Charakter der Fledermaus, um uns vorstellen zu können, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Also, wir wissen nicht, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Gut, wir haben so eine grobe Vorstellung davon, was es so ungefähr bedeutet. Insofern, als wir sagen können, ja, dass bestimmte Typen von Erfahrungen halt eben auch auf Fledermäuse zutreffen. Also ja, Fledermäuse können irgendwas sehen, Fledermäuse können auch hören, Fledermäuse werden auch so Empfindungen haben wie wir. Das heißt, eine Fledermaus kann müde sein vom vielen Rumfliegen, eine Fledermaus kann Hunger haben und Lust auf eine fette Motte oder so etwas. Aber wie sich das für die Fledermaus anfühlt, diese Erlebnisse zu haben, das wissen wir nicht. Also der subjektive Charakter dieser Erfahrungen, der ist uns unzugänglich. Wir wissen, dass die Fledermaus etwas sieht, aber wir wissen nicht, wie es für die Fledermaus ist, etwas zu sehen. Das betrifft jetzt allerdings nicht nur Fledermäuse, das haben Sie vermutlich schon erraten, sondern das bezieht sich auf jede Art von fremdem Bewusstsein. Also Nagel selbst bringt ja dieses Beispiel, wer von Geburt an blind ist, kann sich nicht vorstellen, wie es ist, Farben zu sehen. Also der subjektive Charakter, wie es ist, etwas zu sehen, ist dem Blinden verschlossen. Und wer noch nie eine Papaya gegessen hat, der weiß auch nicht, wie Papaya schmeckt. Also, wir können uns nicht vorstellen, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Der subjektive Charakter von Erlebnissen anderer, fremder Bewusstseine bleibt uns verschlossen. Jetzt wirft Nagel an der Stelle eine ganz interessante Frage auf, beziehungsweise ergreift eine Frage auf, die an dieser Diskussion oft von Kritikern gebracht worden ist. Nämlich, ist das nicht eigentlich alles sinnlos? Wenn es einen subjektiven Charakter gibt, den wir niemals erkennen und den wir auch nicht beschreiben können, wo ist denn dann bitte schön der Unterschied zu überhaupt keinem subjektiven Charakter? Dieser subjektive Charakter scheint irgendwie überflüssig zu sein. Ob es ihn gibt oder nicht, macht keinen Unterschied. Das ist eine Kritik, die ja im Grunde auf Wittgenstein zurückgeht und die zumindest in der Zeit, als der Aufsatz geschrieben wurde, eine große Bedeutung für die philosophische Diskussion gehabt hat. Wenn wir mal den Wittgenstein aus dem Regal holen und in seine philosophischen Untersuchungen reinschauen, da finden wir eine ganz aufschlussreiche Passage. Da schreibt der Wittgenstein nämlich: Angenommen, es hätte jeder eine Schachtel, darin wäre etwas, was wir Käfer nennen. Niemand kann je in die Schachtel des anderen schauen und jeder sagt, er wisse nur vom Anblick seines Käfers, was ein Käfer sei. Da könnte es ja sein, dass jeder ein anderes Ding in seiner Schachtel hätte. Ja, man könnte sich vorstellen, dass ein solches Ding sich fortwährend veränderte. Das Ding in der Schachtel gehört überhaupt nicht zum Sprachspiel, auch nicht mal als ein Etwas, denn die Schachtel könnte auch leer sein. Nein, durch dieses Ding in der Schachtel kann gekürzt werden. Es hebt sich weg, was immer es ist. Die Idee, die Wittgenstein hier hat, ist, der Käfer selbst, der Käfer, um den es in diesem Sprachspiel hier geht, der spielt gar keine Rolle. Wir können ihn niemals sehen. Wir wissen nur von unserem eigenen Käfer, was ein Käfer ist. Das heißt, dann ist es eigentlich egal, ob es diesen Käfer gibt oder nicht. Wir haben ein Sprachspiel, in dem dieser Begriff Käfer vorkommt. Es gibt bestimmte Regeln dafür, wie man dieses Wort Käfer verwenden kann. Alle kennen diese Regeln, alle befolgen diese Regeln, aber der Käfer selbst, der konkrete Gegenstand,
ist überhaupt nicht Teil dieses Sprachspiels. Er fällt raus. Man kann ihn wegkürzen, wie Wittgenstein das dann ausdrückt. Das heißt, der Käfer ist eigentlich nicht real. In dem Sinne, dass es keinen Unterschied macht für die Realität, ob dieser Käfer vorhanden ist oder nicht. Das Wort Käfer, das funktioniert auch so. Mit einem anderen Schlagwort von Wittgenstein aus seinem Tractatus Logico-Philosophicus zusammengefasst, könnte man das auch so sagen, und so wird es auch sehr oft und sehr gerne gesagt, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Heißt, was meine Sprache nicht erfassen kann, ist gar nicht Bestandteil der Realität für mich. Und ist nicht der subjektive Charakter, von dem der Nägel hier redet, genau so etwas? Etwas, das jenseits der Grenzen meiner Sprache liegt und das deswegen gar nicht Bestandteil meiner Realität sein kann? Was real ist, so lautet die Kritik hier also, wird durch die Sprache festgelegt. Was jenseits der Sprache liegt, was nicht ausgedrückt werden kann, was nicht verstanden werden kann, das ist nicht wirklich. Nägel verwirft diese Position. Warum? Naja, stellen wir uns doch mal folgende Situation vor. Nehmen wir an, es gäbe eine Spezies superintelligenter Außerirdischer. Und diese intelligente Spezies von Außerirdischen besucht die Erde, um die Menschheit zu untersuchen, treibt zoologische Studien oder so etwas. Diese Aliens sind sehr, sehr stark von uns verschieden. Sie haben ganz andere Körper, sie haben andere Sinnesorgane, sie nehmen ihre Umwelt anders wahr als wir, vielleicht haben sie auch ein anderes Zeitempfinden oder nehmen den Raum anders wahr, als wir das tun. Also kurz und gut, sie sind absolut nicht menschlich. Also stellen sich jetzt gerade eben nicht so Aliens vor, wie man die aus Star Trek kennt oder sowas, die im Prinzip Menschen sind, nur eben mit komischen Ohren oder irgendeinem Geschwulst auf der Stirn oder so etwas, sondern es ist wirklich eine andere Lebensform. So, diese Aliens untersuchen nun also die Menschheit und kommen zu dem Schluss, dass der subjektive Charakter des Menschseins, also wie es ist, ein Mensch zu sein, für sie vollkommen unerkennbar ist. Also schließen unsere Aliens mit ihrem Alien Wittgenstein, ist das gar nicht real. Es gibt keinen realen, subjektiven Charakter des Menschseins. Nägel sagt jetzt, wir wissen, dass diese Aliens sich irren würden. Wir wissen ja, wie es ist, wir zu sein. Wir wissen, wie es ist, ein Mensch zu sein. Uns ist dieser subjektive Charakter unmittelbar zugänglich, auch wenn die Aliens ihn niemals rauskriegen können. Der subjektive Charakter ist real. Jeder von uns kann das aus eigener Erfahrung bestätigen. Es wäre also naiv zu glauben, dass irgendetwas nicht real ist, nur weil wir es nicht verstehen können. Nägel zieht jetzt also an dieser Stelle die Konsequenz. Es gibt Tatsachen jenseits der Reichweite menschlicher Begriffe. Und der subjektive Charakter einer Erfahrung, das wie es ist eine Erfahrung, das ist gerade ein Beispiel für eine solche Tatsache, die jenseits der Beschreibungsfähigkeit menschlicher Begriffe liegt. Das Subjektive ist also real, auch wenn es begrifflich nicht fassbar ist. Nägel sagt dann so ein bisschen im Vorübergehen, dass das ja auch Auswirkungen hätte auf das Thema Tatsachen und Begriffsschemata. Das ist eine ganz interessante Passage, die wir uns ein bisschen näher angucken sollten, denn was meint er hier eigentlich, wenn er davon redet? Und er spielt an auf einen berühmten Gedankengang oder einen anderen Text, der ungefähr in der gleichen Zeit entstanden ist wie Nägels Aufsatz, nämlich es geht hier um einen Aufsatz von Donald Davidson, dem amerikanischen Philosophen, mit dem Titel On the very idea of a conceptual scheme, zu Deutsch, was ist eigentlich ein Begriffsschema? In diesem Text argumentiert der Davidson für genau das, was der Nägel hier nämlich bestreitet. Er sagt nämlich, es macht keinen Sinn, Tatsachen anzunehmen, die uns notwendigerweise unzugänglich bleiben müssen. Davidsons Frage ist die, gibt es so etwas wie inkommensurable Begriffsschemata? Also sein eigentlicher Gegenstand, mit dem der Davidson sich auseinandersetzt, das ist der Relativismus, vor allen Dingen in der Wissenschaftstheorie, wie man den so von Thomas Kuhn und so weiter kennt. Also die Frage, könnte es etwas geben wie Völker oder Zivilisation oder auch Spezies, die eine vollkommen andere begriffliche Auffassung der Wirklichkeit haben als wir, sodass deren Auffassung der Wirklichkeit nicht übersetzbar wäre in unsere Auffassung der Wirklichkeit. Oder sprachlich ausgedrückt, dass die Sprache dieser Zivilisation nicht in die Sprache einer anderen Zivilisation übersetzt werden könnte. Davidson sagt, nein, das gibt es nicht. Es gibt nicht so etwas wie eine unübersetzbare Sprache. Er schreibt in diesem Text,
Nichts könnte als Beleg dafür gelten, dass sich eine bestimmte Form von Tätigkeit in unserer Sprache nicht interpretieren lasse, ohne zugleich ein Beleg dafür zu sein, dass diese Form von Tätigkeit kein Sprachverhalten ist. Das heißt, laut Davidson, wenn wir glauben, ein Wesen vor uns zu haben, das die Welt ganz anders wahrnimmt als wir, das ein anderes Begriffsschema hat, um die Welt zu interpretieren, und das deshalb eine Sprache spricht, die nicht in unsere Sprache übersetzbar ist, dann gibt es überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass wir es hier überhaupt mit einem bewussten Wesen und einem Sprecher einer Sprache zu tun haben. Wenn ich glaube, ich hätte da so ein Wesen, dann ist alles, was ich als Grund dafür anführen kann, dass diese Sprache nicht übersetzbar ist, genauso gut ein Grund dafür, dass es überhaupt gar keine Sprache ist. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Versuchen Sie sich an einem simplen Beispiel klarzumachen. Sie gehen im Wald spazieren und Sie hören das Murmeln der Bäche. Und Sie sind gerade auf dem Eichendorf-Trip oder so etwas und kommen zu dem Schluss, dass die Natur magisch und belebt ist und dass das Murmeln der Bäche in Wirklichkeit die Sprache ist, in denen die Natur mit Ihnen kommunizieren möchte. Davidson würde Ihnen jetzt sagen, die Frage, ist das Murmeln der Bäche eine Sprache, ja oder nein, ist keine sinnvolle Frage. Wenn Sie sagen, das Murmeln der Bäche ist eine Sprache, die niemand verstehen kann, die nicht übersetzt werden kann in die Sprache der Menschen, dann ist das genauso gut wie zu sagen, dass es gar keine Sprache ist, dass wir es nicht mit einem bewussten Wesen zu tun haben und dass die Bäche gar keine Sprache haben, die sie sprechen können. Also eine unerkennbare Tatsache oder eine unübersetzbare Sprache ist nicht zu unterscheiden von gar keiner Tatsache und gar keiner Sprache. Das Ganze hat so ein bisschen einen Hauch von Verifikationismus. Das heißt, nur das, was verifizierbar ist, kann auch als wahr gelten. Damit etwas überhaupt als Tatsache gelten kann, so müsste man es mit Davidson sagen, muss es von uns erkennbar oder in unseren Begriffen formulierbar sein. Nagel lehnt diese Position ab, eben gerade um diese Idee des subjektiven Charakters zu bewahren. Nagel hält dagegen, es gibt unerkennbare Wahrheiten und der subjektive Charakter einer Erfahrung, der ist so eine unerkennbare Wahrheit. Manchmal gibt es einfach Wahrheiten, die kontingenterweise unerkannt bleiben, die niemals erkannt werden. Das kann durch irgendwelche historischen Unfälle passieren, also was immer die Menschheit oder die Wissenschaft im 22. Jahrhundert rausfinden würde, sie wird es niemals erkennen, wenn wir jetzt alle durch Corona ausgelöscht werden. Das wäre ein blöder Zufall, aber es würde nicht bedeuten, dass all diese Erkenntnisse prinzipiell unerkennbar wären. Wir hätten halt nur irgendwie Pech gehabt beim Versuch, sie zu erkennen. Aber Nagel sagt, naja, es gibt auch so etwas wie notwendig unerkennbare Tatsachen, also Tatsachen, die prinzipiell unerkennbar sind für uns, weil sie für Wesen mit unseren Begriffsschemata, mit unserem Denkapparat nicht zugänglich sind. Wir kennen das im Prinzip aus unserer eigenen lebensweltlichen Erfahrung. Also ein Sechsjähriger versteht beispielsweise noch nicht die allgemeine Relativitätstheorie. Das ist relativ unspektakulär und nichts Besonderes. Aus einem Sechsjährigen wird aber irgendwann, hoffentlich meistens, ein 30-Jähriger und in vielen Fällen geht das mit einem gewissen Zuwachs an intellektuellen Fähigkeiten einher. Das heißt, der 30-Jährige könnte dann sehr wohl verstehen, was der Sechsjährige noch nicht verstanden hat. Stellen wir uns eine Spezies vor, die nur aus Sechsjährigen besteht. Wenn diese Sechsjährigen jetzt auf den Gedanken kämen zu sagen, es gibt keine allgemeine Relativitätstheorie. Niemand kann erklären, was das ist. Wir können es nicht verstehen. Wir können es in unserer Sprache nicht ausdrücken. Also ist es nicht real. Dann wüssten wir, dass diese Sechsjährigen Unrecht haben. Denn in unserer Sprache und mit unseren begrifflichen Kapazitäten ist die Relativitätstheorie ausdrückbar. Jetzt müssen wir nur noch den Spieß umdrehen und stellen uns eine andere Spezies vor, die von oben herab auf uns schaut und für die wir wie die Sechsjährigen sind. Wenn wir jetzt sagen, alles, was in unserer Sprache nicht ausdrückbar ist, ist gar nicht real, dann würde diese höhere Spezies vermutlich auch nur milde lächeln und sagen, ja, ja, wartet ihr mal ab, bis ihr soweit seid. Also, der subjektive Charakter von irgendwelchen Erlebnissen mag eine unerkennbare Tatsache für uns sein, aber das heißt nicht, dass dieser subjektive Charakter nicht real ist. Es gibt eine Realität jenseits der Grenzen der Sprache. Das ist der entscheidende Punkt, den Nagel hier an dieser Stelle des Textes machen möchte. Die Realität oder der Realismus des Subjektiven. Wir werden bald diesen Punkt des Leib-Seele-Problems wieder aufnehmen und sehen, was das damit zu tun hat. Aber bis dahin gebe ich Ihnen noch, wie beim letzten Mal, eine kleine philosophische Denksportaufgabe mit.
Vielleicht kennen Sie das Buch von Stanislaw Lem, Solaris. Das ist ein Klassiker der Science-Fiction-Literatur aus den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Und es ist auch einer der philosophischsten Science-Fiction-Romane, die ich kenne. Ganz grob die Story, also da geht es um eine Forschungsstation, die um den Planeten Solaris kreist. Und dieser Planet Solaris ist bedeckt von einem gigantischen Ozean. Dieser Ozean ist eine Lebensform, das zumindest hat man schon mal rausgefunden. Und die Frage, die sich die menschlichen Forscher seit 100 Jahren stellen, ist: Handelt es sich um eine intelligente Lebensform? Kann man mit diesem Ozean kommunizieren? Also der Ozean produziert dann immer so ganz merkwürdige materielle Gebilde, die man auch klassifizieren kann und untersuchen kann und so weiter. Aber niemand weiß, ob dahinter irgendeine Form von Intelligenz steht, ob diese Gebilde der Versuch sind, Kommunikation herzustellen. In dem Roman tauchen dann plötzlich auf der Forschungsstation so seltsame Gestalten auf, so Wesen, die offenbar aus den Erinnerungen oder dem Unterbewusstsein der menschlichen Forscher entstammen. Und die Frage, die immer im Hintergrund steht, ist die: Ist das der Versuch einer Interaktion? Ist das der Versuch des Ozeans, Kontakt aufzunehmen mit den Menschen? Oder ist das einfach nur ein seltsames physikalisches Phänomen? Nun, was hat das mit uns zu tun? Ganz einfach, stellen Sie sich mal folgende Frage. Was würde es denn nach allem, was wir jetzt von Nagel wissen, bedeuten, wenn dieser Ozean in Stanislaw Lems Roman ein bewusstes Wesen ist und ein Bewusstsein hat? Unter welchen Bedingungen könnte es überhaupt so etwas wie Kommunikation mit ihm geben? Ist so etwas wie eine vollkommen fremde Lebensform überhaupt vorstellbar? Und würden wir überhaupt merken, wenn wir an einer solchen vollkommen fremden Lebensform vorbeikommen? Darüber dürfen Sie bis zum nächsten Mal nachdenken und wir werden dann in dem nächsten und letzten Video über diesen Aufsatz uns nochmal mit dem Leib-Seele-Problem beschäftigen und schauen, was der subjektive Charakter jetzt da für Konsequenzen hat. Bis dann.